Herzlich willkommen wieder mal im nächtlichen Hafen. Es ist jetzt irgendwie so 23:30 Uhr nachts. Ungefähr. Ist eh nicht wichtig, ist eh nichts los. Hier hört mich keiner außer den Enten und ein paar LKW-Fahrern, die eigentlich schlafen wollen. Aber das Los eines LKW-Fahrers ist hart und das Tor ist verschlossen. Also was sollen sie tun? Wollen wir mal gucken, wie es jetzt klingt. Ganz perfekt ist es noch nicht, aber vor allen Dingen ein paar Töne sind schief, weil Bordune und Spielpfeife, die sind vom Druck ein bisschen abhängig. Ich habe den Bogen noch nicht raus, aber ich arbeite dran. Das habe ich ganz fürchterlich dann rumverstellt, dran rumgeschraubt, wahrscheinlich alles verdreht. Mal gucken, was da aus was für Geräusche dabei rauskommen. Man merkt, ich bin nicht mal außer Atem. Irgendwas klappt besser als früher. So geräuschmäßig ist noch einiges ein bisschen schief, aber das kriege ich auch noch hin. Also allmählich kriege ich das Ganze wenigstens ein bisschen in den Griff. Hier kommt noch ein besseres Mundstück dran demnächst. Wir gehen nur die Sachen aus, die ich nicht sowieso schon gespielt habe. Das wird irgendwann langweilig, ne? Mal gucken. Das Stück kann ich eigentlich noch gar nicht. Nee, so schlimm ist nicht mehr. Luft hätte ich inzwischen für mehr, aber ich will euch nicht überlasten. Ne? Und außerdem, mir gehen die Stücke aus, wenn ich jedes Mal dasselbe Spiel will, auch dröge. Ich muss sowieso schon ständig dazulernen. Ich merke alles, was ich nicht kann. Cut.